Zur Entschärfung des Handelsstreits mit den USA hat China angekündigt, Ende August eine Delegation zu Gesprächen nach Washington zu schicken. Der chinesische Vizehandelsminister Wang Shouwen wird auf Einladung der US-Seite Gespräche mit seinem amerikanischen Kollegen David Marpus führen. Dazu der chinesische Botschafter in den USA, Sui Tian-kai. Wir müssen zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass das globale Wirtschaftswachstum besser vorhersehbar wird und nachhaltig ist. Wir dürfen nicht mehr Barrieren und Hindernisse schaffen, die die Aussichten auf globalen Wohlstand untergraben. Es wäre das erste offizielle Treffen beider Seiten, seit Verhandlungen zwischen China und den USA Anfang Juni in Peking gescheitert waren.